Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Ron. Es gibt eine neue Rutsche Nachrichten für Sie aus der Metropolregion und Marcel Schreiner sagt Ihnen jetzt, was wir heute haben. Genau, und zwar beginnen wir mit einer Partei. In der Corona-Zeit hat sich einiges so ein bisschen verändert. Unter anderem hat sich die Partei Wir 2020 gegründet. Wir zeigen Ihnen, wer das ist, was die so vorhaben und ordnen das Ganze dann auch noch ein. Außerdem reden wir über besonders kleine Hunde und auch welche Schwierigkeiten da dabei sind. Und Sie bekommen die V-Tipps, also Sie kriegen auch wieder Veranstaltungen gezeigt, die Sie dieses Wochenende gerne besuchen können. Das alles sehen Sie jetzt bei Ron. Der Bundestag soll es sein. Das ist das erklärte Ziel von Wir 2020, der Partei des Gründers Bodo Schiffmann. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt aus Sinsheim hat einiges vor. Und okay, die Partei startete auch ordentlich. Nachdem die Online-Freischaltung am Wochenende erfolgt ist, gab es mehrere tausend Mitgliedsanträge, so die Partei. Ja, aber womit möchte sie eigentlich punkten? Darüber sprechen wir gleich, auch wie realistisch das ist. Vorher stellt Ihnen Maximilian Stohr, Wir 2020 und Dr. Bodo Schiffmann vor. Mit epochaler Musik wirbt die Partei Wir 2020 um Mitglieder. Für Mitbegründer Dr. Bodo Schiffmann ist es der erste Schritt eines ambitionierten Planes. Die Partei Wir 2020 ist eine Partei, die wir gegründet haben, weil die Veränderungen in Deutschland aus meiner Sicht mit einer Demokratie nicht mehr viel zu tun haben. Das heißt, hier wurden die Grundrechte der Bürger wegen der Covid-19-Erkrankung in einem Maße eingeschränkt, wie ich es aus meinem Demokratieverständnis für nicht gerechtfertigt erachte. Für Schiffmann ist es bereits die zweite Partei, die er in den letzten Monaten mit ins Leben gerufen hat. Auf die Bewegung Widerstand 2020 folgt Wir 2020. Laut eigenen Angaben gibt es bereits über 6000 Mitgliedsanträge. Es wird bei jedem einzelnen Mitglied, was wir aufnehmen, ein persönliches Gespräch stattfinden. Und wir werden in Städte gehen, werden in Gruppen Menschen akquirieren. Und Menschen, die bei uns bereits dann sich auch engagieren in Landesverbänden und Ortsverbänden, werden das Ähnliche tun. Das heißt, wir werden immer mehr Castingstandorte haben, wie ein Schneeballsystem, wo die Menschen sich persönlich kennenlernen. Neben der Abschaffung der Corona-Restriktionen sei die Wiederherstellung der Presse- und Versammlungsfreiheit eines der 10 Hauptziele. Ähnliche Botschaften sendet Schiffmann auch auf sogenannten Hygienedemos oder als Teil eines selbst einberufenen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses aus. Wenn man fordert, auf der einen Seite wieder alle Maßnahmen zurückzunehmen und auf der anderen Seite davon ausgeht, dass die Presse- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt sei, dann ist man natürlich sehr nahe an der Linie eines Donald Trump. Und wir sehen ja in den USA, wohin diese Politik geführt hat. Also von daher gibt es genügend Beispiele, die diesen Forderungen widersprechen. In ähnlich wichtiger Funktion wie Trump sieht Schiffmann seine Partei ab der kommenden Bundestagswahl auch. Bis dahin werden wir eine Massenarbeitslosigkeit haben und ich gehe davon aus, dass wir die Regierung stellen werden. Und das meine ich ernst. Ein deutliches Ziel und das wollen wir jetzt mal einordnen. Professor König, haben Sie eben im Beitrag schon gesehen, der Bundestag soll es sein. Realistisch ist das? Naja, das ist normalerweise nicht sehr realistisch. Man kann natürlich sagen, es sind außergewöhnliche Umstände momentan. Und man weiß noch nicht genau, wie das nächste Jahr aussehen wird. Es gibt ja verschiedene Szenarien. Aber normalerweise, und das hat ja auch schon diese Vorläuferbewegung gezeigt, muss sich eine Partei erst konsolidieren. Und ich glaube, ich habe mir das Programm angesehen, das bedarf doch noch der Strukturierung. Also momentan ist natürlich der Fokus auf dem Thema Corona, die Corona-Beschränkungen. Reicht das überhaupt aus? Irgendwann ist dieses Thema ja auch, ich sag mal, durch. Ja, also natürlich kann man sich über das Ausmaß der Beschränkungen streiten, aber sie sind ja schon jetzt am Zurücknehmen. Wir können ja uns doch wieder sehr weit bewegen. Jetzt gibt es sogar die Urlaubsmöglichkeiten wieder. Also von daher denke ich, wird das Thema auch etwas an Bedeutung verlieren. Aber wir müssen natürlich abwarten, wie jetzt die Rückkehr aus diesen Feriendomizilen sein wird
Und wir stellen ja schon punktuell fest, dass es durchaus wieder eine Zunahme von Fällen gibt. Also von daher ist nicht ausgeschlossen, dass vielleicht auch wieder Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und entsprechend dann auch Widerstand dann natürlich bei der Bevölkerung, was der Partei auch Zulauf bescheren kann. Wenn sie denn wächst, der Weg in Richtung Bundestag, wie leicht ist das eigentlich? Ich meine, Parteien wurden schon viele gegründet, aber nicht alle landen am Ende dort. Ja, also es gibt sehr viele Parteien, die sich so in so einer Krise oder so mit einem Thema versucht haben zu profilieren. Das ging in der Regel schief. Manchmal hat es gereicht für eine Legislaturperiode. Aber wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen, die Parteien müssen sich dann viel breiter aufstellen. Was man jetzt hier gehört hat, war ja auch ein bisschen die Einsicht, welche Person man überhaupt dann anzieht mit so einer eindimensionalen Ausrichtung. Da gruppieren sich ja doch unter Umständen Leute dazu, die man gar nicht haben möchte. Und was vielleicht das Interessante an der ganzen Geschichte ist, es hat ja wirklich so eine antizentralistische Dimension, also abschaffen steht viel drin, Reformen ohne genauere Spezifikationen sollen durchgeführt werden. Also von daher denke ich, ist da noch viel Raum nach oben. Sie haben schon gesagt, also welche Personen auch mit angesprochen werden dabei, aber was ist denn die konkrete Zielgruppe? Naja, im Moment gibt es natürlich sehr viele Leute, die verunsichert sind, die auch, ich sag mal, das hat ja ein weites Spektrum, gegen eine zentrale Steuerung sind. Das geht ja von Reichsbürgern rüber AfD und jetzt eben auch noch in diesen Bereich hinein. Und man muss eben sehen, ob das ausreicht, um hinterher genügend Stimmen, und das sind ja mindestens 5% der Wählerstimmen, zu bekommen, um dann in den Bundestag einziehen zu können. Werden denn etablierte Parteien, sage ich jetzt einfach mal, auch auf diese Partei schielen? Nein, das glaube ich weniger. Also man muss ja auch dazu sagen, dass bisher auch, obwohl das sich jetzt hier um einen HNO-Arzt handelt, keine Studien vorgelegt werden, die sagen, diese Maßnahme soll zurückgenommen werden, weil das ist die Erkenntnis, die wir dazu gewonnen haben. Sonst wird doch relativ pauschal verurteilt, dass die Demokratie außer Kraft gesetzt wurde, dass die Versammlungsfreiheit mehr oder weniger verloren gegangen ist. Also von daher denke ich, muss man da ein bisschen genauer hinschauen, welche Maßnahme davon betroffen sein soll. Einordnung und Einschätzung von Professor König. Danke Ihnen für Ihr Kommen. Bitte schön. Jetzt wechseln wir ganz anders das Thema, nämlich wir sind bei Hunden und Sie sehen es, das sind ziemlich kleine Hunde, sogenannte Teacup-Dogs, Teetassenhunde, die in der Tat in eine Teetasse reinpassen würden. Die liegen momentan bei einigen im Trend. Manche sagen süß, andere sagen Tierquälerei. Sophia Haag zeigt Ihnen, worum es geht. Große Augen, winziger Körper. Voller Stolz werden in den sozialen Medien Teacup-Dogs, also Teetassenhunde, zur Schau gestellt. Die Mini-Hündchen sind keine eigene Rasse, sondern Zwerghunderassen wie zum Beispiel Chihuahuas, Yorkshire Terrier oder Pudel, die künstlich noch kleiner gezüchtet werden. Das heißt, man nimmt aus den Würfen von diesen Zwerghundrassen die kleinsten, schwächsten Exemplare raus und kreuzt die untereinander wieder, sodass die Zwerghundrassen noch kleiner werden. Eine Art Modeaccessoire. Klein, praktisch, niedlich. Wie ein Welpe und das ein Leben lang. Der Traum auch vieler Promis wie Paris Hilton. Die Fotos und Videos täuschen aber schnell über die Schattenseite der Mini-Züchtungen hinweg. Sie frieren schnell, bekommen schlecht Luft, sind häufig unterzuckert. Und weil sie in der Regel herumgetragen werden, verkümmert ihre Muskulatur. Hauptproblem aber ist der große Kopf im Verhältnis zum kleinen Körper. Der wird natürlich auch vom Hals nicht so gehalten, wie er gehalten werden soll. Das führt dazu, wenn die Hunde dann mal ein gewisses Alter erreichen, dass Wirbelsäule, Halswirbelsäule, aber auch Brustlendenwirbelsäule Probleme kriegen. Eine Handvoll Hund, mit der sich viel Geld verdienen lässt. Ein Händler aus den USA mit über 740.000 Abonnenten bei Instagram versendet die Winzlinge, die zum Teil über 8.000 Dollar kosten, in die ganze Welt. Teenager, die wollen dann so einen Pfiffi, so einen kleinen, weil es süß ist auf Instagram. Weil man halt denkt, es ist wie eine Stoffpuppe. Die sind aber kein Spielzeug, das sind eben Lebewesen. Für Tierschützer fallen Teacup-Dogs unter die in Deutschland verbotene Qualzucht. Es ist aber schwer, rechtlich dagegen vorzugehen, weil das Tierschutzgesetz sehr offen formuliert ist. Na, das setzen wir doch mal an und sprechen mit Ariane Desiree Kari. Sie ist die stellvertretende Landestierschutzbeauftragte in Baden-Württemberg. Zu lasche Gesetze, was fordern Sie denn konkret?
Ja, also unsererseits oder meinerseits gibt es natürlich viele Forderungen. Qualzucht sowohl im Heim- als auch im Nutztierbereich ist ein ganz wichtiges Thema bei uns. Für die Haltung von Hunden, aber auch für die Zucht von Hunden gibt es ja Regelungen in der Tierschutzhundehaltungsverordnung und die ist derzeit in Überarbeitung. Was eigentlich schon klar ist oder zugesichert wurde, dass es auf jeden Fall ein Ausstellungsverbot für qualgezüchtete Tiere geben soll. Es gibt derzeit zum Beispiel nur ein Verbot für kopierte Tiere und das soll entsprechend erweitert werden. Aber das ist mir natürlich nicht weitgreifend genug. Ich denke, es wäre ganz wichtig, dass eben auch das zur Schaustellung von Qualzuchten zu Werbezwecken in Print und visuellen Medien eben konkretisiert bzw. verboten wird. Weil, wie man ja sieht, dass bei den Teetassenhunden vor allem Dingen, dass durch diese Social Medias halt ein richtiger Hype um qualgezüchtete Hunde entstehen kann. Darüber hinaus brauchen wir auch dringend zum Beispiel eine Auflistung von relevanten Merkmalen, mit dem direkt ein Verbot dieser Hundezucht möglich ist. Es ist bei uns derzeit sehr umständlich, ein Qualzuchtverbot auszusprechen. Viel besser macht das zum Beispiel Österreich. Da führen direkte Merkmale wie Atemnot oder Missbildung von Schädeldecken, was ja diese Teetassenhunde häufig haben, dazu, dass die Zucht verboten wird oder verboten werden kann. Das ist bei uns deutlich umständlicher und bei unserer geringen Personaldecke dementsprechend selten stemmbar. Das ist für mich ein ganz wichtiger Part, aber darüber hinaus komme ich immer wieder zurück auf einen verpflichteten Hundeführerschein sozusagen, also einen Sachkundenachweis zum Halten von Hunden. Die Sachkunde ist für jeden Tierhalter verpflichtend eigentlich, durch § 2 Tierschutzgesetz, aber eben nicht den Nachweis vorher. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man müsste als Hundehalter in Spe sich erstmal mit dem Hund auch als solchen beschäftigen und einen Sachkundenachweis vorlegen, würden doch hoffentlich einige eben sich entschließen, solche qualgezüchteten Hunde nicht zu kaufen. Man würde also Spontankäufe verhindern. Und dann komme ich eigentlich auch. Würden Sie denn sagen, die Verantwortung liegt tatsächlich letzten Endes auch bei den Menschen, die eben überlegen, sich einen Hund zuzulegen? Tatsächlich auch, aber natürlich auch bei den Züchtern. Jetzt ist es aber so, bei diesen Teetassenhunden gibt es schon bei uns seit Jahrzehnten ein Verbot, zum Beispiel beim Yorkshire Terrier mit unter 2 Kilo Lebendgewicht also von adulten Hunden zu züchten. Das heißt, eigentlich müsste es so sein, dass jeglicher Teetassenhund bei uns in Deutschland entweder aus dem Ausland kommt oder von Hobbyzuchten, die eben Qual züchten und dem Veterinäramt nicht bekannt sind. Also eigentlich eine erlaubte Teetassenhundezucht dürfte es bei uns nicht geben. Und ich denke auch eben ein großer Part von dem Problem ist der illegale Welpenhandel. Viele der qualgezüchteten Tiere, sei es jetzt parizephale Rassen oder Teetassenhunde, kommen aus dem Ausland. Wir haben eben ja schon in dem Beitrag über Folgen bei Teetassenhunden gesprochen, bei dieser Überzüchtung. Welche Folgen haben denn Überzüchtungen auch noch in anderen Rassen? Also grundsätzlich muss man sich das ja so vorstellen, also die Züchtung, die entsteht ja durch Mode mittlerweile, leider nicht mehr eben durch Gebrauch, also durch eine gewisse Vitalität. Und das heißt, wir züchten eben aufs Kindchenschema, dadurch eben dieser Teetassenhund, aber grundsätzlich so brachycephale Hunderassen wie die englische Bulldogge oder der Mops. Bei brachycephalen Hunderassen kann man sich das so vorstellen, dass die viel zu kleine Nasenlöcher haben, viel zu enge Atemwege, Nasengänge, Nasenhöhlen. Das heißt, sie kriegen viel zu wenig Luft und treffen dann auch noch auf ein viel zu großes Gaumensegel. Das heißt, sie haben ganz große Atembeschwerden bis hin zu Atemnot. Jeder, der sich mit Hunden ein bisschen beschäftigt, weiß, dass Hunde Thermoregulation über Atmung machen müssen. Das heißt, die Hunde haben auch ein Problem mit der Thermoregulation. Und solche Hunde finden sich eben nicht selten, gerade wenn es ein bisschen wärmer wird, in Kliniken aufgrund extremer Atembeschwerden und Atemnot. Und es passiert auch hin und wieder, dass die Hunde daran sterben. Und das ist ein Problem von vielen, was diese parizephalen Hunderassen haben. Also die haben zum Beispiel auch noch gebissen. Ja, große Verantwortung tatsächlich dann eben auch bei den Käufern entsprechend zu schauen, wie geht es einem Hund, aus welcher Zucht kommt er und so entsprechend ist dann auch die Verantwortung. Frau Kari, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön, ebenfalls.
Und das haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Blicken wir noch schnell nach Schriesheim. Dort müssen nämlich 50 Schülerinnen und Schüler sich in häusliche Quarantäne begeben. 5 Lehrkräfte sind in freiwilliger Isolation. Grund sind nämlich die Corona-Infektionen in einer Familie. 3 Kinder und ihre Mutter haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Offenbar ist das Ganze Ende Juni bei einem Moscheebesuch außerhalb des Landkreises geschehen. Weitere Nachrichten aus der Metropolregion gibt es jetzt von Isabel Schuster und Paul Volkert. Tödliches Unglück. Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall in der Region Heiligkreuz-Steinach an seinen Verletzungen verstorben. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann mit seinem Leichtkraftrad in einer scharfen Linkskurve von der Straße abgekommen. Unfallaufnahme hat die Verkehrspolizei in Heidelberg übernommen. Es gibt derzeit keine Hinweise auf irgendeine Fremdeinwirkung, sodass wir derzeit davon ausgehen müssen, dass er allein beteiligt von der Fahrbahn abkam. Gefunden wurde der Verunglückte offenbar heute Morgen von seiner Familie, die ihn suchte. Weitere Einzelheiten sind bisher unklar und sollen von der Rechtsmedizin Heidelberg geklärt werden. Tiefkühlpizza-Boom. Der Konzernumsatz des Unternehmens Südzucker liegt überraschend auf ungefährem Vorjahresniveau. Die Segmente Zucker und Frucht sind zwar leicht rückläufig, dafür stieg der Umsatz bei den Spezialitäten deutlich. Gerade zum Beginn des Quartals waren Tiefkühlpizzen im Trend, was die guten Unternehmenszahlen erklärt. Weniger Überflutungen. Das erhofft sich die Gemeinde Studernheim bei Frankenthal durch den Umbau eines Regenüberlaufbeckens. Auch durch die Teilverrohrung des örtlichen Langgrabens sollen zukünftig Überschwemmungen bei stärkeren Regenfällen vermieden werden. Wenn es zu viel ist, wenn es eben stark regnet und viel regnet, wird das übersteigende Volumen abgeschlagen, hier als Notüberlauf in den Langgraben. Im Zuge der Renaturierung am Altrheingraben möchte die Stadt Frankenthal das Rückhaltevolumen besser ausnutzen. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober diesen Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Karstadt-Demo. Unter dem Motto 5 vor 12 versammelten sich heute Mitarbeiter und Mitglieder des Betriebsrates von Galeria Kaufhof Karstadt vor einer Filiale in Worms. Die Forderung: eine Verlängerung der Transfergesellschaft von 6 auf 12 Monate. Wir haben viele Mitarbeiter, die über 30 Jahre in diesem Betrieb arbeiten. Wir haben eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von 32 Jahren. Und denken Sie sich mal, es wird geschlossen und diese Leute sollen auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen. In 6 Monaten ist es nicht getan, besonders jetzt nicht in dieser Krise. Und diese 6 Monate wollen wir, dass sie verlängert werden auf 12 Monate. Zuletzt war die Kette aufgrund der hohen Verluste durch die Corona-Pandemie gezwungen, zahlreiche Filialen in ganz Deutschland zu schließen. Ganz anders sieht das da aus, wenn wir zumindest auf die nackten Zahlen bei der TSG 1899 Hoffenheim schauen. Die haben nämlich in der vergangenen Saison einen Rekordumsatz erzielt. Mehr als 20 Millionen Euro. Also da klingelte es ordentlich in der Kasse. Und Hauptgrund seien die Transfererlöse im vergangenen Sommer, nämlich von mehr als 110 Millionen Euro. Blicken wir auf das Basketballgeschehen und die SG Mannheim, die muss da in Sachen Saisonplanung, also für die kommende Saison, einen herben Rückschlag hinnehmen, denn der Cheftrainer geht von Bord. Markus Mussig, er hat den Verein informiert, dass er die Mannschaft in der kommenden Saison nicht mehr trainieren wird. Maßgebliche Entscheidung für den 26-Jährigen seien rein berufliche Gründe. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Masterstudium an der Uni Mannheim zieht es Mussig zurück in seine Heimat Bayern, wo er seine berufliche Karriere starten will. Und er sagt Folgendes: Das war absolut keine leichte Entscheidung. Ich hatte 5,5 unglaublich schöne Jahre bei der SG Mannheim, habe viele tolle Spieler trainieren dürfen, Kontakte und Freundschaften geknüpft und habe mich jederzeit hier wohlgefühlt. Und künftig wird er dann das Ruder bei einer Mannschaft in der zweiten Regionalliga übernehmen. Wir sind gleich wieder für Sie da und dann haben wir die Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Also dranbleiben. Willkommen zurück bei Ron und unser Blick geht in Richtung Wochenende. Und ganz egal, ob Kultur oder Bewegung, ob Sie sich Indoor oder Outdoor betätigen wollen, Benjamin Zeitz hat eine Menge Tipps für Sie. City of Stars. Unser erster Tipp führt uns nicht nach Hollywood ins La La Land, sondern nach Heidelberg ins La La Lab. Und der Hauptdarsteller hier heißt nicht Ryan Gosling, sondern Volker Geibler. In der Wissenschaftsstation Mainz zeigt er in der interaktiven Ausstellung, was Mathematik und Musik miteinander verbindet.
Mathe 5, Musik 5, das waren meine Noten in der Schulzeit. So geht es ja durchaus einigen anderen. Warum ist auch für uns diese Ausstellung durchaus interessant? Tatsächlich ist die Ausstellung komplett anders gemacht eigentlich als in der Schule. Das heißt, die Schulnoten sind erstmal egal dabei und man kann auch tatsächlich als jemand, der mit Mathe nicht viel zu tun hat, hier sehr viel Spaß eigentlich dabei haben und Dinge erkennen, die gar nicht nach Mathematik aussehen. Schnell merke ich, dass er recht hat. Unter magentafarbenen Lichtröhren heißt es hier einfach ausprobieren und ein Klavierstück zum Beispiel selber dirigieren. Allzu viel falsch machen kann man dabei nicht. Auf jeden Fall hat man Corona-bedingt einen solchen Stift dabei, damit man hier nicht mit den Händen rumdaddeln muss, damit das auch alles hygienisch ist. Empfohlen ist die kostenlose Ausstellung für alle ab ca. 10 Jahren. Bis Ende August können aber auch die Älteren noch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Künstler werden und bekannte Stücke umkomponieren. Ich mache das hier mit der Mondscheinsonate und bin ziemlich froh, dass Beethoven nicht zuhören kann. Kulturell, aber auch schwunghaft geht es weiter am Rhein. Und ich hoffe, hier werde ich ein bisschen mehr Talent beweisen. Das Einzige, was man braucht, ist ein Fahrrad und ein Helm. Und der Helm ist auf jeden Fall wichtig, denn sicher kommt an. Sieht zwar immer so ein bisschen aus wie ein Grundschullehrer, ist aber auch genauso wichtig. Denn wir haben viel vor. Die nächsten 4 Stunden führen mich durch Flora und Fauna zu 10.000 Jahren Geschichte am Oberrhein von damals bis heute. Zertifizierter Tourguide ist Michael Walter. Während des Radelns merke ich, wie viel Wissen er über die spannenden Sagen und Mythen des Rheins hat und ich versuche davon langfristig zu profitieren. Wenn ich mir jetzt Tauchsachen anziehe und auf der Suche nach dem Rheingold bin, ich habe mal davon gehört, habe ich dann Möglichkeiten, reich zu werden? Sie brauchen gar kein Tauchzeug, weil das Rheingold gibt es tatsächlich zu finden. Früher musste man warten, bis nach einem Hochwasser dann die Seifen zugänglich waren, wo sich das schwere Metall an den Landzungen abgesetzt hat im Flusssand. Heute ist es so, dass man tatsächlich Gold finden kann, überall dort, wo Kies gefördert wird. Reich wird man allerdings nicht dabei. Die meisten haben diese Gewinnung von Gold eingestellt, weil es einfach zu aufwendig ist. Na gut, dann radeln wir halt weiter. Der Rhein im Laufe der Zeit. Die Tour kostet 15 Euro und beginnt Samstag um 10 Uhr in Wörth am Rhein und endet nach gut 27 Kilometern auch dort. Eine gute Mischung zwischen Bewegung in der Natur und neuem Wissen über die Region. Ein Tipp dabei noch, auf jeden Fall einen kleinen Snack mitbringen. Es kann sein, dass man ansonsten, so wie ich, leer ausgeht vor Ort. Herr Walter, nix dabei diesmal. Dann gehe ich jetzt tanzen. Ciao. Und zwar zur Junior Dance Academy nach Mannheim. Hier wird heute noch fleißig trainiert, bevor dann am Samstag endlich Premiere ist. Allerdings wird dann nur jeder zweite oder dritte Platz frei sein wegen Corona. Aber immerhin endlich wieder vor Publikum. Und das darf sich freuen über die tänzerische Auseinandersetzung mit der Suche nach Identität. Für ihr Stück Zooming In mussten die Tänzer zwischen 12 und 20 Jahren wegen der Corona-Pandemie von zu Hause aus proben und haben sich via Videokonferenz getroffen. Die besonderen Umstände haben die Künstler in das Stück mit eingebaut. Weil wir das cool fanden, wie wir alle so in unseren Vierecken sitzen, da halt Aufnahmen draus zu machen. Und dann haben wir überlegt, wie wir das hinkriegen, das dann auf der Bühne zu zeigen. Und das ist beeindruckend gut gelungen. Mit ganz unterschiedlichen Bewegungen und passenden Sounds erzählen die Tänzer persönliche Erfahrungen während ihrer Suche nach Identität. Auch um unsere Gesellschaft und wie verschiedene Menschen, Gruppen, Typen sich verhalten und wie man es schafft, quasi zu dieser Gruppe zu hören, aber gleichzeitig auch individuell zu sein. Die Aufführungen finden Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 19 Uhr statt und kosten pro Ticket zwischen 5 und 25 Euro, je nachdem, wie viel man geben möchte. Also, wenn Sie mögen, auf Sie wartet ein spannendes, kulturelles Wochenende. Ausreden gibt's nicht und auch nicht, was das Wetter angeht. Hier sind die Aussichten. Der Freitag startet strahlend schön in unserer Region und nur einige lockere Wolken schmücken den Himmel. Doch Vorsicht, ab dem späten Nachmittag ziehen aus Nordwesten kompaktere Wolken rein. Örtlich kann auch der ein oder andere leichte Schauer runterkommen. In den höheren Lagen von Odenwald und Pfälzerwald erreichen wir sommerliche 26 Grad. Am Rhein und Neckar steigen die Temperaturen sogar auf sehr warme 28 Grad. Am Samstag ziehen dann immer wieder lockere Wolkenfelder durch und verdecken die Sonne ein wenig. Dazu wird es nicht mehr ganz so warm bei 24 Grad. Besonders Nacht kühlt sich die Luft auf 8 Grad stark ab. Sonntag und Montag strahlt die Sonne dann aber wieder ungehindert. Und die Temperaturen schaffen es mit maximal 28 Grad erneut in den sommerlich warmen Bereich. Das ist ja
Entschuldigung, jetzt habe ich mir gerade das Mikrofon völlig um die Ohren geworfen. Ich wollte mir eigentlich dieses Öhrchen hier rausschmeißen. Jetzt habe ich mir alles hier vergriesknallt. Entschuldige, wenn es bei Ihnen gerade ein bisschen kracht im Lautsprecher. Ach Gott, auch egal. So, was haben wir noch? Ach genau. Du wolltest das, eine Geschichte von einer Schildkröte. Von einer Schildkröte, nämlich aus Eberbach, die sich auf große Wanderschaft begeben hat. Die auch so ein bisschen dachte wie Janosch, oh wie schön ist Panama. Ich schaue mir mal die Metropolregion Rhein-Neckar an. Sie wurde gefunden in der alten Dielheimer Straße. Es gab eine Telefonnummer auf ihrem Panzer, aber die ist nicht mehr zu erkennen. Wer also eine kleine Schildkröte vermisst, bitte bei der Polizei melden. Wir melden uns morgen wieder, ne? Tschüss. Ist doch auch mal was. Ja. Tschüss.